Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute mit einem ganz, ganz geilen Thema, wie ich finde, und zwar raus aus der No-Gains-Zone. Ja, das heißt, ich zeige euch heute, wie ihr es vermeidet zu stagnieren, denn viele Leute kommen ja irgendwann an den Punkt, wo sie das Gewicht nicht mehr steigern können, wo sie nicht mehr weiterkommen. Und da ist immer die Frage, was macht man da jetzt? Soll man den Trainingsplan wechseln? Soll man vielleicht die Übungen austauschen? Nein, ich zeige euch heute, wie ihr das verhindern könnt, überhaupt in die No-Gains-Zone zu kommen und wenn ihr drin seid, wie ihr da wieder so schnell wie möglich rauskommt. Also ich habe euch hier mal eine Zeichnung gemacht. Ich glaube, mein Mathelehrer wäre stolz auf mich, hier vorbildlich mit X- und Y-Achse eingezeichnet. Okay, ich erkläre euch mal kurz das Schaubeispiel. Und zwar die grüne, ich hoffe man sieht es, die grüne Linie zeigt das Gewicht an, die rote Linie die Kraft. Ja? Das heißt, am Anfang, wenn wir anfangen zu trainieren, haben wir mehr Kraft, als wir eigentlich Gewicht drauf haben. Ja? Das heißt, wir könnten eigentlich viel, viel höher mit dem Gewicht einsteigen. Aber warum wir das nicht tun sollten, das zeige ich dir jetzt. Und zwar, ja, wir sehen hier einen linearen Anstieg der Kraft eigentlich und auch der Gewichte. Das heißt, die Gewichte werden von Trainingseinheit zu Trainingseinheit gesteigert. Die Kraft steigt auch sehr, sehr gut mit, bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Bis hier der Schnittpunkt ist, zack, 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 sieht man schon, glaube ich. Ja, hier haben wir jetzt, das Gewicht wird immer gesteigert noch, die Kraft bleibt aber gleich. Dann haben wir einen typischen Fall von Stagnation, ja, weil die Kraft wird nicht mehr, das Gewicht wird trotzdem immer erhöht. Dann sagen wir mal, wir trainieren im 3x5-System, das heißt 3 Sätze mal 5 Wiederholungen. Müssen wir schaffen, damit wir wieder steigern können. Schaffen wir dann wahrscheinlich nicht mehr eben, weil das Gewicht hier schon höher ist, als überhaupt unsere eigene Kraft ist. Das heißt, wir können es rein muskulär gar nicht mehr schaffen, das Gewicht hochzudrücken zum Beispiel. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir werden am ersten Satz vielleicht die 5 Wiederholungen schaffen. Im zweiten Satz dann vielleicht 4 Wiederholungen schaffen. Und im dritten Satz vielleicht auch 4 Wiederholungen schaffen. Ja, und so geht es dann über mehrere Trainingseinheiten, du steigerst dich einfach nicht mehr, du bleibst einfach immer gleich. Und das ist eigentlich ein Fall, dass die Leute ja zu stark, zu schnell steigern wollen, sich dass sie einfach ja das Gewicht einfach zu schnell steigern wollen, dass sie einfach viel zu hoch einsteigen schon. Denn du musst dem Körper Zeit geben, dass er sich an die Belastung gewöhnt. Ja? Das heißt, lieber mit niedrigerem Gewicht einsteigen und dich dann ja, die lineare Progression ausnutzen. Das heißt, du kannst dann, wenn du wirklich mit 20 Kilo oder 30 Kilo Bankdrücken anfängst, kannst du dich dann wirklich jedes Training lang steigern. Jedes Training lang. Also wie wenn du schon mit 80 Kilo einsteigst. Das ist jetzt zwar ein Extrembeispiel, aber ich soll das einfach noch mal verdeutlichen. Ja, und was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir da in der No-Gains-Zone sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar du kannst es ganz einfach vermeiden, da überhaupt hinzukommen, und zwar wähle die Steigerung passend. Also wenn du zum Beispiel im letzten Training 70 Kilo mal 5 gedrückt hast, ich hoffe, man kann meine Schrift schon lesen, dann ist es vielleicht jetzt nicht so passend, wenn du im nächsten Training dann 80 Kilo mal 5 versuchst. Und da wirst du mit ziemlicher Sicherheit nicht schaffen, das Gewicht zu bewegen, weil einfach der Sprung viel zu groß ist. Ja? Das heißt, steigere ich immer in so kleinen Schritten wie möglich, denn Kleinvieh macht auch Mist, wie der gute Sprichwort sagt. Also in diesem Fall wäre es dann vielleicht einfach gescheiter, im nächsten Training einfach um 2,5 zu steigern, also im jeweils 1,25 pro Seite. 1,25 Kilo pro Seite. Ja, das ist zwar jetzt, hört sich nicht so viel an, aber über einen längeren Zeitraum ist das extrem viel. Denn überleg mal, wenn du dich im Bankdrücken pro Woche, nur pro Woche um 1 Kilo steigerst, dann hast du dich am Ende des Jahres um 52 Kilo gesteigert. Und das ist enorm. 52 Kilo Bankdrückleistung steigern in einem Jahr. Das ist schon eine Hausnummer. Also, puh. Dann Punkt Nummer 2.
Worauf du auf jeden Fall achten solltest, ist, dass du dich wirklich nur steigerst, wenn du die Wiederholung auch sauber ausführen konntest. Das heißt, wenn vielleicht beim letzten Satz die letzten zwei Wiederholungen wirklich nur noch, also wirklich nicht mehr gescheit ausgeführt werden konnten, dann ist es vielleicht gescheiter, einfach im nächsten Training wieder bei demselben Gewicht zu bleiben und nicht zu erhöhen. Das wird dir auf lange Zeit, auf lange Sicht viel, viel mehr bringen, als da einfach Gewicht und Gewicht, Gewicht draufzulegen, weil du dann einfach irgendwann an die Stagnation, in die Stagnation kommst. Ja, der dritte Punkt korreliert eigentlich schon wieder mit dem zweiten Punkt, und zwar, ja, dass das Kleinvieh halt auch Mist macht. Also konzentriere dich darauf, dass du vielleicht, ja, auf die kleinen Verbesserungen, auf die Detailverbesserungen. Vielleicht ist beim letzten Satz die letzte Wiederholung viel, viel schneller hochgegangen als noch im Training zuvor, oder du hast eine Wiederholung mehr geschafft. Ja, das sind alles so kleine Dinge, die sich aufsummieren aufs Jahr gesehen, und da musst du dranbleiben, da musst du auch irgendwie den Fokus drauf setzen. Anstatt ja weiter sinnlos zu steigern, wirst du wahrscheinlich dann eh nicht schaffen wirst, das Gewicht. Deshalb, ja, konzentriere dich auch auf so kleine Verbesserungen, oder achte auf so kleine Verbesserungen, denn das ist auch schon Progression. Wenn jetzt zum Beispiel der Barspeed, also die Geschwindigkeit von der Hantel, wie sie hochgeht, schneller war bei der letzten Wiederholung, hast du auch schon eine gewisse Progression gemacht. Also das fällt auch schon unter Progression. Und dann der vierte Punkt. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir wirklich leider in der No-Gains-Zone gelandet sind? Also die No-Gains-Zone befindet sich ja hier, weil hier die Kraft nicht mehr da ist. Machen wir mal hier den No-Gains-Step. Er hat relativ kleine Bizeps, also rechts von dieser Linie befindet sich die No-Gains-Zone, und hier befindet sich die Gains-Zone, links von dieser Linie. Also wir sagen mal, der Sepp ist jetzt in der No-Gains-Zone gelandet, aus Versehen, obwohl er eigentlich ja schon darauf geachtet hat, ist er trotzdem drin gelandet. Was sollen wir ihm jetzt raten? Was machen wir jetzt mit ihm? Wir raten ihm jetzt was ganz Einfaches, und zwar, wir raten ihm, einen Setback zu machen oder einen Reset zu machen. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal erklärt, was das genau ist. Und zwar, ein Setback oder Reset ist im Endeffekt, ja, einfach nur, dass du das Gewicht um 20% reduzierst, einfach um den Körper wieder, ja, ein bisschen erholen zu lassen, um den Körper dann wieder Ruhephasen zu gönnen. Und dass er dann quasi in der nächsten Einheit oder in den nächsten Einheiten wieder mit Vollgas durchstarten kann. Quasi du lädst ihn wieder auf, dann ist er voller Energie. Und im nächsten Video sage ich schon, im nächsten Training ist er dann voll ausgerastet, ist voll an seinem Leistungsmaximum, und dann wirst du ganz einfach die Stagnation überwinden können. Deshalb, ja, wenn du trotzdem mal in der No-Gains-Zone landest, gibt es ganz einfach einen Trick. Mach mal einen Reset, und zwar ist es minus 20% von deinem bisherigen Trainingsgewicht. Das heißt, wenn du hier 70 Kilo letztes Mal gemacht hast, dann haben wir minus 20% 56 Kilo. Bleibst allerdings bei dem 3x5, aber jetzt mit 56 Kilo. Und ja, führst es dann mal eine Woche aus und steigerst dich dann langsam wieder hoch, und dann wirst du merken, wie du auf einmal diese Barriere, diese Hürde locker überspringen kannst. Ja, es gibt ja das gute Beispiel vom Huhn, das nicht über den Zaun kann, weil es immer, ja, dagegen läuft, aber im Endeffekt ist der Zaun nur 2 Meter lang. Das heißt, es könnte locker, easy außenrum vorbeilaufen. Manchmal ist es einfach so, man sieht den Weg vor lauter Zäunen nicht oder so. Und ja, wie gesagt, Reset. Das war eigentlich das ganze Video. Ich hoffe, ihr habt es ja, gut verstanden. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt für euch. Falls ihr es nicht verstanden habt, falls irgendwas unverständlich formuliert wurde, schreibt es mal unten in die Kommentare. Fragt es mich. Ich erkläre es euch natürlich sehr, sehr gerne. Da würde mich noch interessieren, was hält ihr von meinen Zeichenkünsten? Also, ich hatte in Kunst immer eine 1. Das sieht man, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, genau. Also, wie gesagt, lasst mal ein Like da, lasst mal einen Daumen da, ist eigentlich dasselbe. Lasst mal ein Abo da, würde mich mega, mega freuen, weil ich weiß nicht, ob man das merkt, aber mir macht das Video schneiden und Video drehen extrem viel Spaß. Ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt laufen, schau, dass ich nicht in der No-Gains-Zone lande. Viel Spaß beim Training, ciao.